Hallöchen, meine Liebchen, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es die Neuerscheinungen für den Monat April 2022 geben. Oh mein Gott. Ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Ich habe 14 neue Bücher für euch, die wir uns heute angucken wollen. Sie kommen alle im April raus und klingen alle super. Dementsprechend möchte ich sie natürlich alle am besten jetzt gleich haben, aber das sind so viele Bücher, also generell, die ich sofort haben möchte, da sieht ja kein Mensch mehr durch. Naja, auf jeden Fall habe ich hier einige Titel rausgesucht. Wir besprechen die jetzt gleich. Alle genannten Titel sind in der Infobox verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, auf welchen Titel ihr euch am meisten freut oder welches Buch ich unbedingt selbst auch noch auf dem Schirm haben sollte, weil es nicht in meiner Liste dabei ist. Wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und würde sagen, wir starten durch mit Nummer 1, die da lautet With You I Dream von Justin Past aus dem Knauer Verlag, kommt jetzt am 1.4. raus, kostet 12,99 € und ist eine broschierte Ausgabe. Hals über Kopf verlässt die Studentin Mia New York, um einer toxischen Beziehung zu entgehen. Bei ihrer Adoptivschwester in der Kleinstadt Belmont Bay in Idaho, umgeben von glitzernden Seen und den Rocky Mountains, will sie zur Ruhe kommen. Stattdessen beschert ihr der mürrische, aber irritierend gut aussehende Connor bald ziemliches Herzklopfen. Doch je näher Mia Connor kommt, desto größer werden ihre Zweifel. Ist sie wirklich schon wieder bereit, sich jemanden zu öffnen? Und was verheimlicht ihr Connor, das ihn immer wieder in die endlosen Wälder Idahos zieht? Klingt gut, klingt nach tollem New Adult, klingt nach atmosphärischem Setting einer Protagonistin, die anscheinend irgendetwas Dramatisches durchgemacht hat in der vorausgegangenen Beziehung, einem Protagonisten, der für sich sehr viel innere Ruhe aus den Wäldern ziehen muss. Ich bin neugierig darauf, wie die beiden miteinander in den Kontakt treten, miteinander umgehen, miteinander fungieren. Freue mich darauf, das herauszufinden und bin schon sehr gespannt. Noch gespannter und mein absolutes Highlight mit im April ist Vielleicht irgendwann von Caroline Wahl aus dem Löwe Intens Verlag. Dieses erscheint am 6.4. für 14,95 €, ist der dritte und finale Band von Carolines New Adult Reihe, was mir so ein bisschen Wehmut verschafft, weil ich diese Reihe bis dato wirklich sehr, sehr schön und sehr ideal für New Adult Neueinsteiger fand und mich einfach bislang in jede Geschichte magisch verliebt habe, sofort mit den ersten Zeilen. Es hat überhaupt nicht lange gedauert, hat mich komplett abholen können, für mich total bezaubernde und magische, ja, Liebesgeschichte. Liebesromane, einfach nur etwas, was jeder von euch definitiv auf dem Schirm haben sollte, wo ihr reingucken müsst, weil die Charaktere sind so herzlich, so eigensinnig, so besonders. Das Ganze, wie es umgesetzt ist, ist einfach total harmonisch im Einklang und ja, atmosphärisch und hat mir sehr viel Freude bereitet. Fantasy haben wir hier auch, nämlich mit Legendborn von Tracy Deon aus dem Heine Verlag. Erscheint am 11.04. für 16 € als broschierte Ausgabe. Es geht um Bree, die mit ihrem Studium an der UNC Chapel Hill beginnt und das ist für sie ein neuer Lebensabschnitt. Endlich weg von zu Hause, von der erdrückenden Fürsorge ihres Vaters und vor allem von den Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Doch bereits an ihrem ersten Tag auf dem Campus wird Bree Zeugin eines Dämonenangriffes. Wieso kann Bree im Gegensatz zu ihren Kommilitonen den Dämon sehen? Und wer sind die Mitglieder dieses geheimen Bundes, die sich selbst als Nachfahren der Artus-Ritter bezeichnen und sich ganz unverfangen in Brees Leben einmischen. Die Antwort auf ihre Frage scheint in der Vergangenheit ihrer Mutter zu sein und in ihrem eigenen magischen Erbe. Ja, Artus Saga, London bzw. Great Britain, super. Ich bin total neugierig drauf. Hoffe, dass es gut umgesetzt ist. Ist mal noch wieder so ein Buch, was das erweitert, wo man jetzt nicht nur ein oder zwei Lektüren zur Auswahl hat, sondern jetzt tatsächlich mit der gleichen Thematik noch eine weitere bekommt. Das, was ich hier noch ungelesen habe, ist Knights von Lena Kiefer. Muss ich auch unbedingt noch lesen, aber erst ist Ophelia's Gale noch zu Ende dran. Aber dieses hier klingt auch schon sehr vielversprechend. Ich freue mich wirklich doll drauf.
Und auch auf dieses hier, weil doch das klingt gut. Es ist Sister of the Sword, oh Gott, von Tricia Levenseller. Im CBT-Verlag erscheint das am 14.11. für 13 Euro als Broschüre. Es geht um die 18-jährige Ziva. Sie ist berühmt für ihre Kunst, Klingen und Waffen zu schmieden, denen eine ungeheure Magie innewohnt. Doch Ziva leidet unter Panikattacken, sodass sie den Verkauf ihrer 16-jährigen Schwester Temra überlässt. Als sie von einer Kriegsherrin den Auftrag erhält, ihr das mächtigste Schwert von allen zu schmieden, gibt Ziva alles. Das Schwert ist ihr Meisterwerk. Als die Auftraggeberin es jedoch abholen will, erfährt die junge Schmiedin von dessen eigentlicher Macht. Es enthüllt ihr die tiefsten Geheimnisse des Gegenübers und Ziva erkennt, dass dieses magische Schwert dieser Machtbesessenen nie in die Hände fallen darf. Bei Nacht und Nebel fliehen die beiden Schwestern mit der Waffe im Gepäck, begleitet von einem draufgängerischen Söldner und einem jungen Studenten der Magie. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Hört sich gut an, ich bin neugierig drauf. Weiß gar nicht, ob das der Beginn einer neuen Reihe ist, aber höchstwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das mit einem Band abgefrühstückt ist. Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Mal gucken, was das so gibt, wie das sich weiter verhält, was alles passiert, ob das gute High Fantasy ist, ob da gute Dramatik, eine gute Liebesgeschichte eingewoben ist oder ob das einfach ein haltloses Chaos sein wird. Ich werde es sehen und berichte euch gemäß des Falles. Ich habe es bald gelesen. Für alle Kira Moon-Fans kommt als nächstes The Sea in Your Heart raus im KISS Verlag, nämlich am 12.04. für 12,99 Euro als broschierte Ausgabe. Und es ist meines Erachtens der zweite, meine ich, von zweien, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Könnt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich habe es gesehen, aber ich habe es schon wieder verdrängt. Irgendwie so in diese Richtung ist es auf jeden Fall nicht der erste, sonst hätte ich hier einen Inhalt stehen. Aber da ich ja nicht spoiler, lasse ich das weg. Und ja, von Kira Moon habe ich bis jetzt tatsächlich noch gar nichts gelesen. Muss ich ganz dringend nachholen. Hoffe, mir gelingt das bald. Auch die liebste Colleen Hoover bringt schon wieder was Neues raus und ich hink wirklich hinterher mit Summer of Hearts and Souls. Erscheint am 13.04. im DTV-Verlag für 15,95 € ihr neuestes Werk. Ich habe super viele jetzt mittlerweile noch nicht gekauft und hier auch noch ungelesen stehen. Ich muss echt mal wieder ran. Vielleicht sollte ich einen Colleen Hoover Lesemonat machen, wo ich nur Bücher von ihr lese, damit ich einfach mal durchkomme. Mal schauen. In Summer of Hearts and Souls geht es von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Bea nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen, dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wieder erwartend birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Bea je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen. Mal sehen. Bin neugierig. Ich denke, es wird wieder hochdramatisch, auch wenn es das jetzt so über den Inhalt gar nicht so unglaublich transportiert. Aber dafür ist Colleen Hoover, glaube ich, auch nicht die Frau, die im Inhalt schon so viel preisgibt, dass man die Dramatik da spürt. Möchte ich bei ihr auch gar nicht, weil ich mich eigentlich immer darauf verlasse, dass sie sehr gute Literatur schreibt. Einen weiteren zweiten Band finden wir vor mit Golden Hill Kisses von Nicole Böhm aus dem Mira Taschenbuch Verlag. Erscheint am 26.04. Wir haben hier einen Supersprung vor 13 Tagen. Dazwischen war nichts, was mich jetzt total angesprochen hat. Erscheint für 12,99 € als broschierte Ausgabe und ist der zweite von Nicole Böhm. Habe ich auch schon zwei Bücher hier stehen, aber beide umgelesen, nämlich One Last Song und One Last Dance, glaube ich. Und es gibt noch einen dritten, den habe ich noch nicht. Und dieses hier ist auch schon wieder der zweite. Ich hinke auch da super hinterher. Generell bei New Adult bin ich mega im, ja, so im Rückstand. Da lese ich einfach nicht genug, stelle ich immer wieder fest. Aber weil ich auch relativ schnell den Kanal voll habe, wenn ich sehr ähnliche Geschichten lese. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ich brauche bei New Adult immer noch mal wieder was anderes dazwischen, damit sich das ein bisschen resettet und ich nicht die Geschichten zu krass miteinander vergleiche, weil dann haben die einfach keine Chance, gut zu werden. Und das wäre viel, viel zu schade. Auch Mona Kasten bringt was Neues raus, nämlich Lonely Hearts am 27.04. im Lux Verlag für 18 Euro als Hardcover. Es geht um Rosie. Sie kann nicht glauben, dass sie Scarlett Luck für ihre Webradioshow interviewen darf.
Nicht nur verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie nicht zuletzt deshalb, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührung duldet. Von niemanden. Aber dann steht die Band schließlich in Rosies kleinem Studio und alles geht schief. Das Interview muss abgebrochen werden und Wellen aus Hass prasseln online auf Rosie nieder. Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlett Lux sie kurzerhand auf ein Konzert an, als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt und dem sie niemals näher kommt. Warum das so ist, das will man jetzt an dieser Stelle ganz dringend wissen. Auf jeden Fall ich. Ich bin super neugierig darauf, warum dieser Mensch ja keine Berührung erdulden kann, ob da irgendeine Krankheit hintersteckt oder irgendein Idealismus. Und was Rosie damit macht und was Rosie bei diesem Interview angestellt hat, dass das so ein Drama gibt, das interessiert mich natürlich auch. Und alles, was da so zwischen passiert, ist vollkommen das, was ich jetzt wissen will. Ah! Richtig angetriggert von dem Buch, dass ich das jetzt sofort lesen möchte und alles darüber wissen möchte. Super. Weiter geht es mit einem Buch aus dem Hause Carlsen, nämlich City of Violence von Estelle Laurie. Am 28.04. erscheint dieses neue Disney-Buch, eine neue Reihe für 12 Euro als Hardcover. Es geht um Mary Elizabeth Hart. Sie ist tagsüber eine Highschool-Schülerin, doch nachts arbeitet sie als Praktikantin bei der Polizei von Monash City. Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen der wohlhabenden Elite der Stadt und ihren Plänen, das verfallene Viertel namens The Scare aufzuwerten, das einst das Epizentrum aller magischen Dinge war. Als die Tochter einer der mächtigsten Geschäftsleute der Stadt vermisst wird, ist Mary Elizabeth begeistert, als sie auf den Fall angesetzt wird. Doch was mit einer einzigen Vermisstenmeldung beginnt, vervielfacht sich bald und führt sie in den Kaninchenbau einer Stadt in Aufruhr. Disney! Ja, was soll ich sagen? Es erscheinen gerade so viele tolle Disney-Reihen, Bücher, Erzählungen, weiter Forterzählungen, Umerzählungen. Eigentlich gibt es so einen Überfluss, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich ansetzen soll, aber es ist einfach so gut klingend, dass ich auch nicht anders kann, als es zu haben. Ja, Misere würde ich sagen. Ich muss ganz dringend meine Disney-Reihen auch mal fortsetzen und gegebenenfalls auch beenden. Das ist eine Schande, dass ich das noch nicht getan habe. Außerdem wird erscheinen Kingdom of the Wicked von Carrie Menes Kalko im Piper Verlag am 28.04. für 17 Euro als broschierte Ausgabe. Es geht darum, dass die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Victoria ermordet fortfindet. Für sie bricht eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben, koste es, was sie wolle, selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie anwenden muss, die sie in Gefahr bringt, von Hexenjäger enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Wraith, einem der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Dämonenfürst trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Naja, spätestens nach Ross wissen wir, ja, kann man durchaus. Ist aber nicht immer so einfach, möchte ich behaupten. Ich bin sehr gespannt, hoffe, dass das hier ein sehr charmanter junger Mann sein wird und dass er uns total abholt und ja, das Herz zum Flattern bringen wird. Ich bin gespannt. New Adult, New Adult, New Adult, nämlich mit Bet on You, bringt Morgenmann Gumbel im Lux Verlag am 29.04. für 14 Euro ihr neuestes Werk als broschierte Ausgabe heraus. Es geht um eine Sache, die in ihrer dunklen Vergangenheit liegt, nämlich von Rose und Levi. Gemeinsam haben sie das Pokern für sich entdeckt. Sie wurden mit einer besonderen Gabe geboren. Er hat weltweit in Casinos gespielt, um eines Tages der Beste zu sein. Nur einer steht ihm dabei im Weg, Tito Ferragini. Doch Levi ist sich sicher, dass sein Erzfeind betrügt. Er schmiedet einen Plan, den nur einer kann die Weltmeisterschaft in Las Vegas gewinnen. Dafür hat er sich eine Geheimwaffe besorgt. Die hübsche, raffinierte Rose weiß immer ganz genau, wer blufft. Zwischen den beiden knistert es gewaltig, aber Rose spielt nicht mit offenen Karten. Und schon bald ist Levis Einsatz weitaus mehr als nur das Gewinnen dieser Weltmeisterschaft, sondern sein Herz. Klingt gut, bin gespannt. Ich weiß noch nicht so zu 100%, ob das gänzlich meine Thematik ist. Wenn das zu viel Gepoker ist,
Dann wird mir das, glaube ich, etwas zäh werden, aber das werde ich wohl herausfinden, wenn ich es denn dann lese. Wobei ich ja noch so viel von Morgenmann Gumbel habe, dass ich mich dem noch gar nicht widmen dürfte. Mia Sheridan, auch von der habe ich schon was hier stehen und ist immer noch nicht gelesen, bringt auch ein neues Werk raus, nämlich More Than Words von, erscheint am 29.04. im Lux Verlag für 14 Euro als broschierte Ausgabe. Es geht um Jessie und Kellen, die seit sie Teenager sind, ihre Träume und Hoffnungen miteinander geteilt haben. Doch dann verschwand Kellen einfach aus Jessies Leben. Später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Kellen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Paris über den Weg laufen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Kellen erkennt sie nicht. Tief verletzt stürzt sich Jessie in ihren neuen Job als Übersetzerin. Doch als sie in dem Château an der Französisch, da bin ich jetzt ganz raus, Loire ankommt, wo ihre Forschungsgruppe untergebracht ist, läuft sie als erstes Kellen über den Weg. Der hofft dort endlich die Inspiration für seine Musik wieder zu finden. Meine Güte, Jessica, was ist denn gerade mit dir los? Man weiß es nicht. Akute Sprachprobleme zum Ende dieses Videos. Wir widmen uns den letzten zwei Titeln und hoffen, dass dies jetzt ohne Zungenblockade funktioniert. Zum einen ist das Queen of the Wicked von Theresa Spora. Im Planet Verlag bzw. Lightroom erscheint das Ganze am 29.04. für 15 Euro als broschierte Ausgabe. Es geht um Belladonna, sie ist eine Gifthexe und sie macht ihrem Namen alle Ehre, denn ein Kuss allein kann tödlich enden. Kein Wunder also, dass sie ihre Zeit lieber mit den Schützlingen, den giftigsten aller Giftpflanzen, in den Gärten unterhalb des Schlosses der Hexenkönigin verbringt. Doch als diese unerwartet einem Giftanschlag zum Opfer und der Verdacht ausgerechnet auf Belladonna fällt, passiert das Unglaubliche. Belladonna wird kurzerhand zur nächsten Hexenkönigin gekrönt. Damit einher geht allerdings nicht nur die Krone, sondern auch der Verlobte der verstorbenen Königin, Black. Ein Dämon, der Belladonnas Selbstbeherrschung auf mehr als nur eine Weise herausfordert. Hexen, Hexen, Hexen. Da erscheinen viele Hexengeschichten in diesem Monat. Gott, Sprachfindungsstörung. Bin sehr neugierig und hoffe, dass es gut wird. Wirklich, es klingt auf jeden Fall toll. Und ich habe von Theresa Spohr noch nichts gelesen, obwohl von ihr schon mehr erschienen ist. Und last but not least ist Underworld Chronicles, der dritte Band von Jackie May, ich glaube aka Kelly Oram. Erscheint im One Verlag am 29.04. für 17 Euro als Hardcover-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob das dann der Abschluss mit dem dritten Band ist oder ob da noch ein vierter erscheinen wird. Mal sehen. Ich habe jetzt auch bei Amazon, glaube ich, nichts direkt gesehen gehabt, was da irgendwie darauf hindeutet, ob das so ist oder nicht ist. Habe die ersten noch nicht gelesen, werde ich aber, denke ich mal, machen, sobald absehbar ist, ob das jetzt der finale Band ist oder nicht. Die Geschichten sind generell relativ kurz, also nicht zu dick. Von daher sollte das auch zügig gehen. Und ja, damit schließe ich dieses Video auch mit ein paar Patzern und Versprechern, aber das passiert. Manchmal habe ich einen Knoten im Kopf. Ja, wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye, meine Lieben.